Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Im heutigen Video wollen wir uns mal einen Milchaufschäumer ansehen. Das Ganze machen wir nach dem Intro. Viel Spaß! Nachdem ich mich dann ein bisschen schwer getan habe, mit dem Öffnen der Packung hier, die wollte einfach nicht, wie ich das wollte. So, und nun geht's auch los. In der Verpackung ist eigentlich relativ wenig Lieferumfang. Wir haben hier einmal das Hauptgerät, den Milchaufschäumer. Das Teil sieht richtig schön edel aus, ist hochwertig verarbeitet, alles metallisch. Die Ladestation und das Hauptgerät. Ersteindruck, wenn man das Teil aus der Packung holt, man hat was in der Hand und es wirkt nicht billig. Dann haben wir dann von das Reinigungstool. Innen drin haben wir die Ersatzaufschäumer und den Wärmer zum Wechseln. So. Das Ganze wird mit einem einzigen Knopf bedient. Wie ihr seht, hochwertig verarbeitet. Innen drin ist die Markierung für die minimale und maximale Befüllung von Milch. Hier haben wir einmal den Ersatzaufschäumer und einmal den Milchaufwärmer. So, eine Dankeskarte nochmal mit Garantieinformation, 18 Monate, 180 Tage, sofortige Rücknahme. Nochmal die allgemeinen Infos, was ich euch eben erzählt habe, bis wohin befüllen. Und zum guten Schluss eine Anleitung auf Deutsch. Das ganze Teil ist aber selbsterklärend. Einmal klicken Milch aufschäumen, zweimal klicken Milch nur warm machen. Funktioniert kinderleicht. Das Ganze werden wir dann jetzt mal testen. So, erstmal ein bisschen Platz machen. Einmal Stecker rein. Und dann die gute Milch auffüllen bis zur maximalen Markierung. Eine Ladung Milchschaum dauert in etwa 2 Minuten, Deckel drauf, dann einmal Start drücken und schon geht's los. Also das Gerät ist auf jeden Fall sehr leise, man hört es quasi nicht. Und dann warten wir jetzt erstmal die 2 Minuten ab. Mm-hmm.
So, nochmal ein Blick rein, es wird immer mehr. Und man sieht auch schon, dass die Milch andickt. Wenn das Gerät fertig ist, geht die blaue LED aus und die rote fängt an zu blinken. Das ist für uns das Zeichen, dass der Miroco fertig ist. So, es müsste sich jetzt auch dem Ende zuneigen und jeden Moment müsste unsere aufgeschäumte Milch fertig sein. Und nun ist es auch soweit. Nun schauen wir uns mal zusammen das Resultat an. Und das sieht hervorragend aus. Jetzt schütten wir das Ganze mal in ein schönes Latte Macchiato Glas. Schaut euch das mal an, wie cremig das ist. Affengeil. So, das reicht wunderbar für eine Tasse bzw. ein Glas. Schaut euch das mal an. Mega geil. So, ein Latte Macchiato wäre natürlich nichts ohne Espresso. Also, mir gefällt das Gerät mega gut. Kostet aktuell auf Amazon so 38 Euro. Das verlinke ich euch unten natürlich in der Infobox. Denkt bitte dran, ein Abo und ein Like da zu lassen. Jetzt zur Reinigung. Und zwar reicht hier eigentlich feuchtes Durchwischen. Wenn man das Reinigungstool, also diese kleine Bürste nimmt und einmal über den Boden schrubbt, ist auch alles wirklich wieder sauber. Und ich kann euch das Teil nur absolut empfehlen. So, nachdem unser Gast dann auch mal weg ist, quasi so gut wie sauber. Eine Stelle habe ich übersehen, aber noch mal kurz nachgearbeitet, wieder sauber. Also ihr habt da auch keinen großen Reinigungsaufwand. Ihr habt das Teil jetzt schon mittlerweile mehrfach benutzt. Mit dem Reinigungstool, das klappt dann hervorragend. So, also meine Empfehlung bekommt es. Ich werde in die Kommentare unten reinschreiben, wie sich das Teil so nach einiger Zeit gemacht hat und hoffe auf ein Abo und ein Like von euch. Bis zum nächsten Mal. Goodbye.